Im Januar wäre er 75 geworden. David Bowie, unvergessener Held der Popgeschichte und ein Musiker, der sich ständig neu erfand. Anfang der 70er Jahre zum Beispiel schuf er die Kunstfigur eines schillernden Rockstars. Ziggy Stardust machte ihn damals berühmt. Jetzt hat sich der Comiczeichner Reinhard Kleist David Bowie gewidmet und er verwebt die Erfindung von Ziggy Stardust mit Bowies Ringen, gleichzeitig Kunstfigur und großer Künstler zu werden. Er erzählt von seinem provokanten Spiel mit Geschlechterrollen und Identitäten. Bühne frei für einen Popkünstler, der so ganz anders ist. Androgyn, glamourös, exzentrisch. Bowie-Fan Reinhard Kleist erzählt in seiner neuen Graphic Novel Starman die Geschichte von David Bowies Verwandlung in eine Kunstfigur. Ziggy Stardust. Das ist Anfang der 70er Bowies erste und gleichzeitig berühmteste Rolle. Ich bin aufgewachsen mit diesem 80er Bowie, der halt so ein bisschen unnahbar rüberkam. Und ich musste mich dann auch erstmal gewöhnen, wie der halt vorher aussah in den 70ern, halt dieser Ziggy Stardust. Ich war so, Moment mal, das ist der gleiche. Wie einen Star zeichnen, der sich selbst schon als eine Art Comicfigur inszeniert hat. Eine Herausforderung. Der hat halt sehr markante Wangenknochen. So, die Nase ist tatsächlich sehr interessant, weil man denkt immer, dass es halt so eine ganz wohlgeformte, gerade Nase ist, aber nicht. Ja, markant sind natürlich auch die Augenbrauen, die er sich ja irgendwann auch mal abrasiert hat in der Hochphase von Ziggy Stardust. Da sah er dann wirklich komplett wie ein Außerirdischer aus. Vor 50 Jahren, 1972, erscheint Bowies Konzeptalbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars. Mit der fiktiven Geschichte von Aufstieg und Fall des Ziggy Stardust geht Bowie auf eine anderthalbjährige Welttournee. Spielt anfangs vor 60, zuletzt vor 18.000 Zuschauern. Die legendäre Tournee bildet den Rahmen des Buches. Wenn ich mir so Gedanken darüber mache, eine Musikerbiografie zu erzählen, dann ist mir eigentlich nicht daran gelegen, einfach nur so die Fakten hintereinander zu stellen, sondern ich will halt noch eine andere Geschichte erzählen. Und bei David Bowie war es halt auf jeden Fall jetzt diese Bühnenfigur. Und dann das Ganze verbunden mit diesem messianischen Gedanken, der bei Ziggy Stardust so eine Rolle spielt. In Rückblicken erzählt Kleist auch die Vorgeschichte. Der Junge, der sich aus der spießigen Enge des Elternhauses befreit. Als Folk-Pop-Hippie mit dem Song Space Oddity kurzfristig Erfolg hat. Und sich dann in ein flamboyantes Twitterwesen verwandelt, das alle Ketten und Zuschreibungen sprengt. Sein alter Ego macht Bowie zum Weltstar. Auf dem Höhepunkt des Erfolgs lässt er Ziggy Stardust sterben und löst die Band beim letzten Konzert der Tournee auf. Ziggy Stardust hat für ihn irgendwann ein Eigenleben entwickelt und wurde ihm ja tatsächlich gefährlich auf eine Art und Weise. Deswegen dann der Entschluss, den umzubringen und zu killen auf der Bühne. Rock'n'Roll Suicide heißt der letzte Song des Ziggy Stardust-Albums. Hier performt Reinhard Kleist den Song zusammen mit der Berliner Band Good Sons. Live zeichnen nennt er das. Nach Johnny Cash und Nick Cave ist David Bowie Kleists dritte Musikerbiografie, an der er knapp 2 Jahre gearbeitet hat. Hinten in der Danksagung vom Buch steht ja dann noch der Satz drin, David Bowie saved my life. Und das hat wirklich auch damit zu tun, dass mich dieses Projekt auch durch die schwere und in den letzten schweren Corona-Winter durchgezogen hat. You're not alone. Pop-Mythos Ziggy Stardust als Graphic Novel. Intelligent erzählt, brillant gezeichnet. Derzeit arbeitet Kleist am zweiten Teil seiner Bowie-Biografie. Die Berliner Jahre.